Ja, und wir kommen jetzt zur charttechnischen Analyse. Bei mir zu Gast ist heute Samir Boyadan von Wolkentrader.de. Er arbeitet mit der japanischen Trendfolgemethode Ichimoku. Herr Boyadan, wir haben es gerade gesehen, der DAX heute erstmal ziemlich schwach unterwegs gewesen, dann hat er doch deutlich zugelegt nach den Arbeitsmarktdaten. Die einen sagen, die Korrektur ist jetzt ganz gesund, die anderen sehen eine Crashgefahr. Was sehen Sie? Ja, wunderschönen guten Abend, Caroline, wunderschönen guten Abend, liebe Tradergemeinschaft. Ja, das ist wohl wahr. Also wenn man sich heute Morgen den DAX angeschaut hat, zeigte das ganze Bild ein negatives Szenario. Wir haben zum einen wichtige Marken nach unten verlassen. Das ursprüngliche Allzeithoch im Bereich von 8.150 wurde mit kräftigem Druck nach unten hin getestet. Diese Marke ist natürlich sehr, sehr entscheidend, dass die auch weiterhin verteidigt wird. Mit anderen Worten, der DAX hat heute wirklich die Chance nochmal genutzt, die Kurve zu bekommen. Also ein Schlusskurs am Freitag unter dieser Marke von 8.150 hätte das Bild wirklich sehr negativ eintrieben lassen. Somit sieht das Bild im Moment aufgrund der Arbeitsmarktdaten wieder sehr, sehr positiv aus. Dennoch muss ich hier eines ganz klar sagen, in dieser Trendfolgemethode, da häufen sich natürlich bei mir auch sogenannte Verkaufssignale. Das heißt, eine Trendbestätigungsmarke, solange der DAX weiterhin unter der 8.420 arbeitet, also 8.420, bleibt natürlich auch hier weiterhin die Trendschwäche im Markt. Also hier noch erstmal Vorsicht. Schauen wir mal auf Euro-Dollar. Auch hier war jetzt in letzter Zeit ziemlich Bewegung im Geschehen. Der Euro hat es bislang noch über der 1,32 ausgehalten. Wie geht's denn da weiter? Ja, also beim Euro-US-Dollar gab es in der vergangenen Handelswoche schon die ersten Tendenzen, dass hier möglicherweise der Euro gegenüber dem Dollar doch etwas stärker performen wird. Das hat sich in der Tat auch soweit im gestrigen Handel gezeigt. Wir sind letzten Endes auf diesen Wochenchart, den ich hier vorbereitet habe, also sprich jede einzelne Kerze, die man hier sieht, ist letzten Endes auch die Wochenkerze, ist, dass wir eine gesunde Konsolidierung hatten bis in den Bereich knapp bei 1,29 und der Euro-US-Dollar sehr lange auf meinem Wolken-Unterstützungsbereich soweit konsolidiert hat. Und der Ausbruch, der wurde jetzt hier soweit bestätigt. Das heißt, am Mittwoch sind wir über der Marke von 1,3107 raus und der Hochpunkt wurde jetzt hier knapp bei 1,3307 auf der Oberseite markiert. Heißt, ich gehe weiterhin stark davon aus, dass noch höhere Hochs generiert werden. Realistische Kursziele halte ich also hier 1,35, 1,36 für weiterhin noch realistisch. Dann schauen wir uns mal einen Einzelwert an. VW, das Unternehmen ist jetzt wirklich, oder MAN ist jetzt ins VW-Unternehmen mit eingegliedert. Die Aktie hat auch reagiert. Wie geht es denn hier bei VW weiter? Ja, also bei der VW-Aktie haben wir auch aufgrund dieser Volatilität, die wir allgemein im Markt sehen, also Aussagen zu treffen, was morgen, was übermorgen, was nächste Woche passiert, das wird relativ schwer sein. Es sind gewisse Anfälligkeiten im Markt, die wir auch spüren in der Markttechnik. Es sind große Reden, die gesprochen werden, ob das jetzt die EZB ist, ob das Arbeitsmarktdaten sind. Das haut natürlich immer wieder das eine oder andere raus. Grundsätzlich, wenn ich mir jetzt die VW anschaue, bleibt natürlich auch hier der übergeordnete Trend weiterhin vollkommen intakt nach oben gerichtet. Wir sind also sehr, sehr gut unterstützt, um mal einfach eine lang- bis mittelfristige Unterstützung zu nennen, knapp bei 145 Euro. Solange VW über diesen Bereich auch arbeitet, sollte auch VW in seinem Trend weiterhin ausgedehnt werden. Also auch hier ist die Trendaktie im Moment weiterhin stabil. Wie sieht es denn momentan bei der Münchner Rück aus? Das Hochwasser hat doch der Aktie auch ziemlich zugesetzt. Heute haben wir dann erstmal Erholungstendenzen gesehen. Könnte man hier jetzt einsteigen? Ja, also auch hier würde ich auf jeden Fall auf gewisse Bestätigung abwarten. Also man muss zum einen erstmal den allgemeinen Markt charttechnisch untersuchen, das wäre letzten Endes der DAX. Zumal wir jetzt hier bei der Münchner Rück, wenn man sich das Ganze auch mal anschaut, wir haben in den letzten Handelsmonaten enorm zugelegt bei der Münchner Rück. Wir haben auch verstärkt auf der rechten Seite im Wolkenverlauf eine schwarze Wolke. Der Kurs selbst ist auch unterhalb der Wolke rausgerutscht. Ich gehe jetzt stark davon aus, dass alles, was unterhalb von 150 Euro arbeitet, auch weiterhin mit Kursschwäche zu tendieren ist. Letzten Endes sehe ich sogar, also wir sind jetzt knapp bei 140, ein bisschen oben drüber hinausgelaufen, also Rückläufe bis 145 sollten nochmal abgewartet. Aber ein Trend kann nur dann ausgedehnt werden, wenn zumindest auch der letzte Hochpunkt, also sprich 150 Euro, rausgenommen wird. Also hier auf jeden Fall nochmal abwarten, bis sich der Wert wirklich auch stabilisiert. Samir Boyadan von Wolkentrader.de. Vielen Dank für die Einschätzung. Besten Dank.